Okay. Dann wird es Zeit für das Leder und für das Bauen eines Rucksackes. Denn der wird mir beim Umzug einiges an Weg ersparen, hoffe ich mal. Wenn nicht, scheiß drauf. Ach genau, ich brauche Black Backpack. Yeah, mein erster. Ich brauche die Kohle für meine Steine, die ich ja nachher für das Haus bauen möchte. Deshalb Kohle. Fällt mir nur gerade so auf. Oder ich gehe erst dahin, baue mir da was und dann nehme ich die Steine mit und schmelze die da. Kann man Steine überhaupt schmelzen? Nachgucken im Buch. Materials and you. So, was sagt denn das schöne Buch? Induction, nein, nein. Iron Pick. Okay. Okay. Das kenne ich ja schon alles. Genau. Wir brauchen diese Sachen hier alle. Das Ding brauchen wir. Casting Channel brauchen wir nicht unbedingt. Und die beiden Sachen brauchen wir nachher. Und hier sagt er, das kann ich zu Sand bauen, glaube ich. Stone. Weiß ich jetzt nicht. Sieht nicht so aus. Schade. So, egal. Ich würde sagen, ran geht es ans. Habe ich noch irgendwas? Nein, ans. So, jetzt aber. Wieso kann ich nicht schlafen? Habe ich noch Cheat Mode an? Cheat Mode, nein. Ha, jetzt geht es. Okay. Also die Zeiten sind. Naja, es wird extrem früh dunkel, würde ich mal sagen. So, wir gucken, wie wird das nochmal gebaut? Denn die Bricks habe ich ja schon. Dann brauche ich diesen Smeltery Controller. Gut, der wird mir bestimmt da angezeigt. Das ist einfach nur so ein 4, okay. Drain, ein Tank, davon will ich zwei machen. Gut, und also als erstes bauen wir einen Smeltery Controller. Perfekt. So, dann bauen wir einen davon. Brauchen wir bestimmt auch mehrere sogar nachher. Das weiß ich sogar. Das wäre sogar besser. So. Die haben wir auch, die packen wir gleich alle in unseren Rucksack, damit, wenn wir sterben, sehr sinnvoll. Shared Tank brauchen wir auch. Ich nehme mal drei. Kann man bestimmt gut. Nein! Falsche Sachen gebaut. Scheiße. Hä? Mal kurz. Da. Ach, einer in der Mitte. Gut. So. Drei wollten wir haben, genau. Machen wir einfach drei. So. Und, die Teile brauchen wir noch. Genau, und davon brauchen wir. Ich glaube, vier könnten wir gut gebrauchen. So, diese Drains. Ich glaube, diese Drains brauchte man. Genau. Braucht man in Kombination zusammen, damit man auch einen Ausguss hat.
So, einmal schön alles ins Inventar packen. Das kommt natürlich nicht da rein. Das. Brauchen wir noch irgendwas? Nein. Dann erstmal unnötige Sachen. Weg damit. Er braucht schon Zombie-Gehirne. Dirt braucht auch niemand. Das kommt auch weg. Sandstone Cobblestone. So. Hier ist die Nahrung drin, genau. Dann kommt mal sowas da rein. Hier ist noch irgendwas drin, was man nicht braucht. Hier ist meine Holzkiste, das weiß ich noch. Genau. Die Teile brauchen wir um. Ah ja, genau. Die Bricks brauchen wir unbedingt. So. Was fehlte noch? Genau. Die Sachen kommen dahin. So. Und das wär's fürs Erste, denn jetzt. Cool, dass das Schwert nur noch so wenig hat. Gehen wir mal eben unsere Smeltery bauen. Und wir bauen die natürlich da hinten. Natürlich bin ich jetzt so doof und nehme nichts mit. Kann man die essen? Cool. Okay. Weiterlaufen. Ach. Ich spiele in der Zwischenzeit immer noch Battlefield. Und davon kenne ich, dass man immer auf der Taste sprintet, wo man normalerweise sich duckt. Und das ist keine so gute Idee. Soweit ich gehört habe, gibt es auch eine Sprint-Taste jetzt in 1.64 oder in 1.7. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, in welcher. Dringend benötigt. Komm her mit dir. Super. Ach, wundervolle See. Ups. Muss ich dringend aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Oh mein Gott, ist das hier hell. Okay, also ich weiß jetzt nicht, wie ich das mache, ob ich das jetzt etwas aufhelle, das Video, denn es ist in der Nacht ziemlich dunkel, habe ich gesehen mit der Mod. Das ist ein schönes Problem. So, wo baue ich denn das Ding hin? Am besten Basalt. Gut. Am besten baue ich mir hier so ein. Was wieder sehr sinnvoll ist. So ein Riesenteil rein. Dann kann ich nachher mein Haus hier mit der Smeltery anpassen. Also ich will das Haus sowieso teilweise in den Berg reinbauen, hoffe ich. Zumindest, dass ich das will. Das wäre. Oh. Achso, nur Appetite. Gut. Aber immerhin. Boah, ist das manchmal hell. Es ist schon ziemlich heftig, diese Shader-Geschichte. Komm, bauen wir erstmal noch die Kohle ab. Oh, cool. Sehr cool. Ja. Da weiß ich dann, dass ich das schön hier reinbauen kann und das Haus dann darüber da rausgehen lasse. Hoffe ich zumindest, dass ich das noch weiß. Es wäre doof, wenn nicht. Und ich glaube, dass ich mir eindeutig zu viele von diesen Smeltery Blocks gebaut habe.
Mal gucken, ob das Ganze dann noch funktioniert. So. Das haben wir. Das haben wir. Ich glaube, das muss noch einen breiter. Denn die Smeltery müsste ja, ich glaube, 3x3 mindestens breit sein. Und das, was ich hier gebaut habe, das ist nicht 3x3. Oder um noch außen dran irgendwas zu machen. Das muss man ja natürlich auch noch können. Wow. Das ist ziemlich blendend manchmal. Hallo. Entscheide dich mal. So. Wir haben eine Axt und machen damit erstmal den Untergrund. Obwohl, hier hinten brauche ich ja überhaupt nichts. Was willst du, Zombie? Du hast hier nichts verloren. Es ist mein neues Haus. Genau, und da mir die Zombies und so weiter ständig auf den Geist gehen, habe ich auch beschlossen, wie ihr sicherlich gesehen habt, in meinem Haus eine Magnum Torch einzubauen. Also eine Fackel, die Zombies fernhält. Und zwar im Bereich von 64 Blöcken, was zwar nicht, ja, es ist nicht viel, aber dafür habe ich keine Probleme mehr damit.